Man kennt ja schon so einige Kunstwerke, die aus Lebensmitteln geschaffen wurden. Ob nun einfach eine bezaubernde Hochzeitstorte oder aufwendige Schnitzereien in einer Wassermelone. Meist tut es schon ein bisschen in der Seele weh, solch Kunstwerke kaputt zu machen, um sie dann zu essen. Dass es aber auch ein bisschen kleiner, schneller und ohne schlechtes Gewissen geht, zeigt dieses Video. Hier entsteht die Kunst quasi beim Essen. Zunächst sieht hier noch alles nach wilden Schnitten in die Schale der Mandarine aus. Doch als man diese abzieht, zeigt sich erst das wunderschöne Ergebnis.